Hi, servus. Jetzt waren wir letztes Mal bei Carrega und heute zeigen wir euch deswegen ein KW-Fahrwerk, das in diese Supra rein soll. Die Supra gehört unserem Media Boy, der hinter der Kamera steht. Das ist Variante 3. Denke ich, müssen wir nicht viel dazu erzählen. Es gibt hunderte Videos schon dazu. Wir bauen das ein. Ich denke, ihr seht, was wir vorhaben. In der Höhe können wir das natürlich nicht lassen. Könnten wir direkt mal messen, um eben rauszufinden, wo wir am Ende dann rauskommen. In dem Fall wären das hier vorne 38 oder 37,9, je nachdem, wie genau man das Ganze. Ja, 38 circa, würde ich sagen. Oder? Ja. Jo. Schauen wir uns das mal hinten an. Noch schlimmer. 39 cm. Also wenn danach später keine 20 steht, hey, dann gebe ich es zurück. Wir zeigen euch dann direkt mal, was wir hier verbauen. Wir haben hier einen Stilllegungssatz, jeweils für vorne und hinten, weil unser Media Boy das die elektrische Dämpferregelung nicht weiter verwenden möchte. Nein. Möchte er nicht? Nein. Sagt er, braucht er nicht. Finde ich auch gut. Ich denke, hier stellen wir dann selber unser eigenes Setup ein mit Druck und Zugstufe. Ja. Jetzt wissen wir ja, wie es funktioniert. An der Hinterachse haben wir hier ein zweiteiliges Federnsystem, jeweils mit Vorspann und Hauptfeder. Ja, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr wissen wollt, was diese Federnbezeichnungen bedeuten. Es gibt zwar schon, wie gesagt, tausende Videos darüber, aber wir können da gerne mal genauer drauf eingehen. Das ist unsere Vorderachse. Ja, denke ich, brauchen wir nicht viel dazu erklären. Ihr seht an der Höhe, wo das am Ende enden soll. Also wie gesagt, wenn da keine 20 steht, dann ist was los. Und hier die Höheneinstellung für hinten. Dummlager für vorne und hinten kommen noch drauf. Da verwenden wir natürlich neue. Und genau, dann würde ich sagen, bauen wir das Ganze jetzt mal da ein. Und wie ist es, einen deutschen Japaner zu fahren? Er fährt echt erstaunlich gut. Findest? Ja, ich bin gestern Abend mal kurz gefahren, nach Freistadt 100. Man merkt schon, dass es ein BMW ist. Ja. Und ich kann in deiner Sitzstellung auch kaum übers Lenkrad schauen. Ich wollte jetzt aber auch nichts verstellen. Aber kannst du machen, weil er hat ja Speicherung. Aber er fährt wirklich cool. Also. What? What the fuck? Du hast einen Schuss? Fährst du echt? Nein, ohne Witz. Wenn du jetzt fährst, das Ding fährt sich so. Er fährt ein bisschen komisch indirekt, aber das liegt einfach an der Spureinstellung. Ja, dann wird Zeit, dass wir es einstellen. Weil ich finde, der fährt sich also im Vergleich zum GT86 vorher, fährt der, was heißt eine Scheiße, aber. So schüttelt. Ja. Du merkst halt unglaublich diese riesigen Räder einfach. Meinst du echt, das kommt von diesen riesigen Rädern? Ohne Scheiß. Super, und die anderen werden jetzt noch breiter. I don't know who the fuck to trust, is he my friend or my foe? I'm a exit draw, yeah, give me that claim as well. I remember back when I was young. So, hier sehen wir jetzt das alte Federbein. Ich denke, wir können an der Länge schon ungefähr erahnen, wo das Ganze hingeht. Ich denke, wird ordentlich. In dem Fall haben wir hier das Magnetventil für die Dämpferverstellung. Das übernehmen wir nicht mit, das sehen wir hier auch nicht. Und deswegen haben wir auch einen Stilllegungssatz. Diesen Sensor übernehmen wir mit. Können wir ganz einfach hier umschrauben an dem vorgefertigten Federbein. Genau, und das machen wir jetzt mal. Remember smoking blunts with my friends. The second's a couple of days. Yeah, lost a lot to defend. Does this shit got me upset? But at 8th and in front of this dog, I'm fucking with side. 4-4, I'm a zombie. It's a girl, but she won. These poor boys think I'm cocky. My bitch, you like running pop. Your bitch, feel like an ice. Smoking on kid, like I eat a pop. My bitch, drip like running pop. I remember, I remember, I remember. So, Alfie, Stunde der Wahrheit, ja? Stunde der Wahrheit. Schauen wir mal, was passiert ist.
Ach so? Ja. Oh, doch. Oh, doch, es geht. Aber haarscharf. Aber so? Was sagst du? Ja, ich bin happy. Wenn er noch, wenn er noch lenkt. Ja, doch. Meinst mit denen Felgen war sie safe. Ja, mit denen aber. Mit denen Felgen war sie safe, Mann. Oha. Ja, Alter. So, wir sind fertig. Wir haben das Ganze jetzt zwar noch nicht vermessen, also ist die Messung, wo wir jetzt eigentlich machen, nicht richtig, aber wir machen es trotzdem mal vorweg. Mit der Höhe müssen wir noch ein bisschen variieren oder rumspielen. Können wir aber eben erst machen, wenn eben die Felgen da sind. Aber vorweg erstmal, denke ich, ist die Tiefe okay. Performance-technisch, wie gesagt, ist Auto noch nicht abgestimmt. Aber ich denke, da wenn wir noch was machen. Finden wir noch eine schöne Lösung. Also, weder steht jetzt mehr als 20, ich sag's dir. Und zwar hatten wir vorher, boah, was hatten wir vorher? Ich weiß es 38, nicht. 38, glaube ich. Ja, genau, 38, jetzt haben wir 33,5, oder? Ja. Ja. Das heißt, stolze 4,5 cm. 4,5 cm? Hört sich gut an, oder? für den Anfang hört sich schon mal gut an. Schauen wir hinten nochmal. Hinten auch 33,5. Wo hinten haben wir, glaube ich, sogar einen Zentimeter. Ja, höher, ja. Da haben wir 39, glaube ich, gehabt. Hinten haben wir 39, knapp 39. Also hinten um einiges tiefer als sonst, vorher. Ja, wie gesagt, ist noch nicht abgestimmt. Dann müssen wir schon noch ein bisschen... Machen wir dann, wenn die Felgen da sind. Hätte richtig. Perfekt. Haben wir's. Das war das neue Video. Make sure that you know why, because this is forever. No surrender. Yeah. Come on. Here we go. You know that this right here forever. No surrender. It's forever. You know. You know this right here forever. No surrender. It's forever. You know. You know this right here forever. I am just leaving a legacy. I am the one that they pay to see. Got something to say to me, say. You know I've been waiting for.